Und zurück bei Fast Forward mit dem Hauptprotagonisten des Hamburger Jetsets, Rocco Schamoni. Ja! Willkommen. Nein, ich sollte doch Werbung machen. Würdest du sagen, dass den Hamburger Jetset, dass es den noch gibt? Ist die Werbung schon vorbei, soll ich wieder hinlegen? Ja, ich tue das immer ab und zu dann wieder rein, wenn es passt. Alles klar. Den Hamburger Jetset, ob es den noch gibt oder überhaupt gegeben hat? Ja. Schwierige Frage, ne? Also, es war ja von Anfang an ein Spiel mit dem Begriff, ne? So dieses ganze Jetset-Tum, das der vor 5, 6 Jahren angefangen hat, oder das Spiel damit. Und insofern, natürlich hat es sie gegeben, reine Koketterie. Aber eigentlich dann auch doch, weil wir sind ja wirklich so cool. Ja. Wie wir tun. Du hast ja jetzt eine Autobiografie und jetzt? Ja. Jetzt kommt die Autobiografie auf den Markt. Risiko des Ruhms. Und wieso hast du jetzt schon eine Autobiografie geschrieben? Weil da steht hinten auch ganz gut erklärt drin, die Ereignisdichte meines Lebens ist so extrem komprimiert. Dass du das in Pakete rausschmeißen? Ich muss das in Paketen rausschmeißen. Okay. Ich kann nicht warten bis zum Ende. Vor allen Dingen, ich habe auch keine Gewährleistung, dass ich noch lange durchmache, noch lange durchhalte. Ja, eben genau. Ja. Und abgesehen davon hat mir der Verlag Geld geboten und ich brauchte Geld. Okay. Dann habe ich gedacht, dann mache ich jetzt hier einen Cut, mach das Ding fertig und dann geht's mir besser. Was mir jetzt aufgefallen ist, ist, dass dein Lebensweg so ziemlich einen anderen Lebensweg ähnlich sieht, nämlich dem von einem großen Helden von ihm, nämlich Klaus Kinski. Oh, tatsächlich, stimmt. Ja. Was hältst du denn von Klaus Kinski? Ich finde ihn wundervoll. Ja? Ich fand ihn immer wundervoll. Ich versuche dem nachzuahmen. Weil ich, Entschuldigung, ich streite mich in letzter Zeit immer häufiger mit Leuten, also so, der ist ja jetzt halt sehr viel im Gespräch wegen dem blöden Werner Herzog-Geschissefilm genau. da. Und es gibt so viele Penner, die halt. Hast du Bock? Ach Mann, ey. Es gibt so viele Penner, die den einfach nur für einen geistesgestörten Nichtkönner halten. Nee, er ist ein totaler Könner. Bestimmt ein Genie auch. Einer, der vor allen Dingen das Wichtigste, was man von Klaus Kinski lernen kann, ist Angeberei. Ja, ja? Genau. Wenn man mal, genau, wenn man mal Ich bin so wild auf deinen Erdbeermund gelesen hat, dann weiß man, wie Angeberei funktioniert. In einer Nacht mit, glaube ich, 60 Frauen hintereinander geschlafen zu haben, die alle beim Orgasmus vor Lust geschrien haben. Genau, die Schenkel sind am Zittern. Genau. Oder, geil finde ich auch immer diese Damenbart-Sachen. Der hat ja einen Damenbart-Fetisch. Genau. Ja, so, das merkt man ja in dem Buch. Genau. Total. Der nimmt immer irgendwelche Stewardessen von hinten, von vorne, von unten und von oben, genau. weil sie einen Damenbart haben. Und so. Und das taucht da ja quasi auch dann auf. Es gibt da eine Geschichte, die das so zitiert. Und es gibt ja jetzt noch eine andere großartige deutschsprachige Biografie, nämlich Helmut Berger. Ja. Ich. Hast du die gelesen? Nee, aber stelle ich mir super vor. Soll ich dir mal meine Lieblingsstory daraus erzählen? Gerne. Weil es ein Hammer. Ja. Und zwar hat der ganz billiges Koks gekauft, ja. weil halt kein besseres da war. Und er ist auf einer riesigen so Promi-Jet-Set-Party, total Angeber, Riesensaal, hat einen weißen Anzug an. Und erzählt dann, er kriegt immer einen mega Dünnpfiff von billigem Koks. Und setzt sich hin und muss furzen. Und furzt und dann kommt total viel braune Suppe raus. Und der muss halt die ganze Zeit, da sind total viele Promis, super viele Schauspielkollegen und so. Und der sitzt die ganze Party lang, sowas wie 12 Stunden, auf seiner Kacke, weil er sich nicht traut, aufzustehen. Und dann musste warten, bis alle Leute weg sind. Super gut. Ja, ne? Das ist Helmut. Ich glaube auch, dass es stimmt. Ja, ich habe ihn ja treffen dürfen beim Blumfeld-Dreh. Mhm. Und, du Schwein. Und? Ja, es ist natürlich eine Begegnung der speziellen Art. Ja. Da hat er sich nicht in die Hosen gekackt und das macht er, glaube ich, auch nicht mehr. Aber man hat alles, also all das, was man an Bildern hat, die Projektionsfläche tauchte auf einmal auf und ich habe alles geglaubt. Ja, das ist so. Ist der wirklich so, dass der. Weil findest du auch, dass der manchmal so einen ganz kurzen, klaren Moment hat und dann auf einmal ganz wieder ich weiß ganz nicht, weit also weg ist? Das Irre ist an diesem Video bei Blumfeld, ich finde, wie der spielt. Ne? Glammiger geht's kaum. Ja, der ist voll da. Total. Ja. Und der ist, sobald die Kamera aus ist, komplett ist der weg und komplett normal. Das ist, der ist durch und durch Schauspieler und der kann das auch so switchen, so komisch. Ja. Also ob der wirklich selber so ist, das kann ich nicht beurteilen, ich glaube nicht. Ja. Der trinkt halt extrem viel und so. Dann habe ich ihn bei Bio gesehen, irgendwie, wie heißt denn diese Bio-Show nochmal, wo die immer so labern. Boulevard Bio. Boulevard Bio. Ja.
Und dann saß er so, und weil der wohl auch, glaube ich, mit Alkohol noch immer viel zu tun hat, hat er dann so Angstschweiß bekommen, weil ich glaube, da ist dann irgendwie so, sind die Alkoholreste in ihm ausgegangen. Und dann kommt so, hält er so eine Hand, dann kommt irgendjemand von der Seite und reicht ihm ein weißes Seidenhandtuch. Taschentuch, und der sagt immer, ich schwitze, ich schwitze. Und man, das ist geil, aber das ist so schlimm, weil da hat er auch ganz schlimm gezittert. Ne? Absolut. Das hasse ich, sowas zu sehen. Und auf dieses Jet-Set-Tum beziehen wir uns natürlich. Ja. Na, das ist der Bezug. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich, ihr süßen Spakuletten. Zurück! Bei Fast Forward, der drittbesten Sendung der Welt mit Rocco Schamoni. Eine große Ehre. So, auf deinem aktuellen Album, jetzt ist der Zeitpunkt. Ah, super, fett. Ich hab das voll drauf, ne, in den Genen. Album, das aktuelle Album von Rocco Schamoni, so sieht's aus. Da gibt es eine Coverversion von Running Away von Sly and the Family Stone. Warum gerade der Song? Du hättest noch dazu sagen sollen, im zweiten Teil des Satzes, wie vermessen das ist, das überhaupt zu machen. Nee. Ich weiß das. Nein. Ich finde es eigentlich vermessen, sich an so jemand ranzuwagen. Ich hab bloß das Gefühl, dass dieser große eine Gott, einer der strahlendsten Götter der Musik, der sexy Tanzmusik oder sowas, oder so Disco, Soul und Funk, es wird viel zu wenig über ihn gesprochen und es wird viel zu wenig auf ihn verwiesen, zumindest hier im Lande. In Amerika sicherlich viel öfter, weil da viel gesampelt wird aus dem Zeug und so. Aber eigentlich ist der Verweis oder dieser Song auf der Platte nichts anderes als ein Schild, Leute, ihr müsst mehr Sly hören und ihr müsst euch mehr Sly kaufen, weil Sly lebt immer noch. Der lebt in Amerika, hat mit 50 oder 55 Jahren immer noch ein schweres Speed-Problem, wie ich gehört habe. Und man irgendwie reden nur über Leute, die großartige Drogen. Das stimmt. Allerdings, echt. Wir fallen gleich auch noch mehr ein, glaube ich. Sly. Sind die letzte Single, die natürlich jeder Viva 2 Zuschauer kennt, nämlich Der Mond, ne, von Rocco Schamoni. Da geht es ja um einen Mann, der jetzt die Schnauze voll hat von so Szenegesprächen und lieber Beobachter sein will. Sehe ich das richtig? Ist das so? Bist du hier, so? Ja, also 2 Meter von uns entfernt. Da stand ich da vorne. Wir standen hier alle wieder. Die sogenannte Hamburger Schule. Mhm. Also viele von denen, die man da reinzählt. Und es ging mal wieder um Popdiskurs und Verweigerung. Und ich habe nach 8 Jahren über dieses Gespräch irgendwann gedacht, ich kann zumindest nicht mehr daran teilnehmen. Ich kann dazu nichts mehr sagen. Ich habe alles gesagt. Ich mache es gerne hören. Das ist wie alte Musik in meinen Ohren. Ja. Aber ich möchte nicht mehr etwas dazu sagen müssen. Ich möchte einfach quasi nicht anwesend sein, es aber trotzdem mitbekommen. Nee. Das war das. Okay, oh, sehr schön. Das hätte ich ja nicht gedacht. Okay, und wo ist denn der Clip gedreht worden? Ist er auf Mallorca gedreht? Ja, wir hatten 4.000 Mark und Svenja Rosser und Spasti, der Kameramann, und ich, wir haben überlegt, wohin, sind ins Reisebüro gegangen. Wo kommen wir für 4.000 Mark hin? Dann war Mallorca angesagt. Dann haben wir eine Wohnung dort bekommen von einem Freund, die war direkt über dem Ballermann 3 in El Arenal, in der Via Nacional. Mhm. Das heißt, es gibt 13 Ballermänner und der Ballermann 3 ist vom Ballermann 6 ungefähr 400 Meter entfernt. Okay, und das weiß ich ja gar nicht. Diese 3 Tage, die wir dort waren, waren ein Spießrutenlaufen. Weil, soll ich dir mal sagen, wann ich immer anfange zu schreien? Ja. Bei welcher Szene, wo du ganz hoch so oben stehst, die Kamera ist untersichtig und wo die Sonne zwischen deinen Beinen kurz... Wie lange habt ihr da gestanden? Übrigens, das muss ich ja sagen, das ist die einzige Szene, die wir in Hamburg nachgedreht haben, auf dem Dach. Oh nein! Weil uns das noch gefehlt hat, dann war die Sonne gerade. Also, wie lange habt ihr da? Wir waren 3 Tage da, in El Arenal, und ich hatte einen weißen Anzug an. Ja, ich musste in einer Kutsche mit Champagner immer diese Straße runterfahren. War das nicht Frégenette? Das war Frégenette, genau, direkt erkannt. Und die Leute haben uns hinterher geschrien, Schwuchtel, Schicki sein könnt ihr auch zu Hause, verpisst euch hier und so. Die ganze Zeit ging das so ab. Nee. Es war schrecklich. Ach, das meinst du mit Spießrutenlaufen? Ja, es war ein Spießrutenlaufen. Ihr seid diskriminiert. Ja, da kommt so ein Snob, so ein Dandy-Typ wie ich und fährt die Via Nacional in Arenal runter und dahin die ganzen Schmierbäuche am Strand und dreht natürlich durch. Haben ja auch recht damit. Was wollen denn so Schnösel wie wir da? Ja, aber das ist doch lustig. Ja, ist Sieht es ja gut auch. Aus. Ja, diese Penner. Wenn irgendein Penner von denen zuguckt, ne, und Rocco Schamoni beleidigt hat, hier, das geht raus an dich. So. Ich wollte das, ich trage dafür nicht die Verantwortung. Nee, das aber. Macht Charlotte persönlich. Genau. Du darfst jetzt deinen Clip sagen. Okay. Liebe Zuschauer von Fast Forward. Fast Forward. Jetzt kommt der Mond von mir.